Auch wenn es anders wirkt, die Schalker hatten es gestern Abend nicht eilig, das Stadion von Olympiakos zu verlassen. Der erste Auftakterfolg in der Champions League. Und dazu noch erzielte Benny den 50. Schalker Treffer in der Königsklasse. Ich glaube, es war wichtig insgesamt für die Mannschaft, dass wir in Führung gehen, dass wir mit einem guten Gefühl weitermachen konnten, mit noch mehr Selbstvertrauen auf den Platz gehen konnten, und das war unheimlich wichtig. Das Selbstvertrauen und die Cleverness waren es, was die Schalker gestern so stark gemacht haben. Trotz der hitzigen Atmosphäre hatte man kaum das Gefühl, die Mannschaft könnte ihre Linie verlieren. Sag hallo, hey, Ibi. Sag hallo bitte. Der beste Spieler. Ibrahim auf Leid. Komm auf Barcelona. Die Stimmung heute beim Abflug aus Athen war natürlich gelöst. Ein gutes Zeichen für die schwierigen Aufgaben in den kommenden Wochen. Denn gestern wurde ein überzeugender Grundstein nicht nur für die Champions-League-Saison gelegt. Besonders stark die Routine, mit der die Schalker auftraten. Ja, ich denke, wir haben diese ganze Saison bis jetzt gut gespielt. Spiele dominiert, aber auch kontrolliert. Letztes Jahr haben wir meistens so Phasen im Spiel, dass wir ganz schlecht waren und das Spiel nicht kontrolliert haben. Wenn wir nicht vorne waren und ein bisschen mehr auf Mittelfeld, dann war es zu einfach für die Gegner. Und ich glaube, jetzt, dieses Jahr, zeigen wir, dass wir das viel besser kontrollieren, diese Spiele, und dann wieder nach vorne kommen und unsere Chancen haben. Und ich denke, das geht viel besser jetzt. Ich glaube schon, dass wir da eine Weiterentwicklung jetzt auch feststellen konnten. Insgesamt haben wir ja auch in der Liga in den Auswärtsspielen eigentlich bisher sehr souverän agiert. Und darauf kann man, glaube ich, ganz gut aufbauen. Woher kommt diese Weiterentwicklung? Ja, die Jungs sind alle ein Jahr älter und haben letztes Jahr in der Euroleague gespielt und haben auch teilweise schon in jungen Jahren internationale Erfahrungen, auch wie gesagt durch uns, durch die Euroleague im letzten Jahr, aber auch Nationalmannschaftseinsätze. Und das zeigt natürlich dann halt auch und spiegelt sich dann auch auf dem Platz mit einer gewissen Souveränität wieder da, und das haben sie gestern zum Beispiel ganz gut hinbekommen. Wir hoffen natürlich, dass diese Routine auch am Samstag gegen München zum Tragen kommt. Ob Jermaine Jones dann dabei sein wird, ist ungewiss. Er hat eine Kapselverletzung im Sprunggelenk und erst die kommenden Tage werden zeigen, ob es für ihn gegen Bayern reicht. So oder so, Schalke ist derzeit gut in Schwung. Hoffen wir, dass er möglichst lange anhalten wird.